Hallo Lil Winky, wie geht es dir denn heute? Wir bauen mal gemeinsam Bindung auf. Genau, stell dich mal hin, wenn ich da bin. Genau, verbeuge dich von mir, das gehört sich so gut. Und dann leg dich halt wieder hin. Okay. Bekommst auch was zu essen, okay? Ja, du hast sicherlich Hunger. Gönn dir. Ja. Ja, da freust du dich. Ja. Okay, da muss ich jetzt allerdings erstmal. Ich habe ja noch mehr Tiere und ich muss noch das Rattentonikum für Krätze besorgen. Du bleibst hier einfach, Lil Winky, okay? Bis später. So, mal schauen. Das Rattentonikum. Das ist jetzt natürlich. Ja. Wird das jetzt geklaut? Oder bekommen wir das von Snape, wie auch damals schon das Flohpulver? Oh, Snape ist da. Also werden wir ihn wohl offiziell um Erlaubnis fragen. Was machen Sie beide unbeaufsichtigt in meinem Klassenzimmer? Wir brauchen Ihre Hilfe, Professor. Wobei. Cody und ich brauchen ein Rattentonikum. Für dieses Geschöpf? Kletterdash geht es wunderbar. Hoffentlich funktioniert deine Strategie, Cody. Wir brauchen es für Krätze, Percys Ratte. Sie hat Angstzustände und Professor Kesselbrand meint, dass ihr das Rattentonikum helfen könnte. Professor Kesselbrand hat vorgeschlagen, dass wir Sie fragen. Ich werde auch etwas für Sie tun, so als Gegenleistung. Sagen Sie, was Sie wollen. Ja? Ein Schüler hat neulich ein Glas voller Fledermausmilz fallen gelassen. Jemand muss sich darum kümmern. So, meine ich das jetzt nicht, Snape? Ich geht! Wenn Sie uns helfen, dann kümmere ich mich auch um die Fledermausmilz. Ich schätze, ich könnte etwas Hilfe leisten. Dieser Trank ist so einfach, dass Sie beide ihn auch selbst brauen können. Ich werde Ihnen die Zutaten geben und es Ihnen erklären. Vielen Dank, Professor. Sie können mir danken, indem Sie sich beeilen und das Klassenzimmer schnell wieder verlassen. Und indem Sie diese Ratte mitnehmen. Okay. Ja, Kletter hat schon nichts getan. Ist kein Animagus, der irgendwelche Versprechen gebrochen hat. Ich schätze, wir sollten uns beeilen, Cody. Guter Plan, lass uns anfangen. Oh! Da werden 140 Energiepunkte auch schnell. Okay, sie werden reichen, aber die werden schnell schwinden. Wir sollten diesen Kessel sauber machen, bevor Professor Snape wütend wird. Habe ich mich jetzt um die Milz gekümmert? Es gehört Mut dazu, Snape, um Hilfe zu bitten. Du bist praktisch ein Weasley. Ja, wo sind die Fledermausmilzen jetzt? Ich habe einen Drachen auf den Rand des Buches gezeichnet. Das ist jetzt nicht zielführend, Charlie. Hoffentlich funktioniert dieses Tonikum, sonst wird Percy noch unausstehlicher sein. Das wird er eh. Du bist gut im Brauen von Zaubertränken, Cody. Ja, du könntest vielleicht auch mal was machen, Charlie. Ich bin froh, dass Snape diese Zutaten zur Hand hatte. Diese Zeug habe ich noch nie gesehen. Ja, wenn du im Zaubertrankunterricht so aktiv bist wie jetzt gerade, wundert mich das nicht. Percy weiß seine Hilfe zu schätzen, auch wenn er es nicht zugibt. Und das bezweifle ich. Könntest du jetzt vielleicht auch mal was machen, Charlie? Ja, spiel die Musik. Was ist, wenn wir einen Fehler machen bei dem Tonikum? Verschlechtert sich Kretzes Zustand dann? Wird Kretze dieses Tonikum für den Rest seines Lebens brauchen? Ach, vielleicht hätten wir Penny um Hilfe bitten sollen. Die weiß, was zu tun ist. Ich glaube, das Rattentonikum ist fertig. Stimmt das so, Professor? Als ob der das durch die Flasche hindurchsehen könnte. Das sieht passabel aus. Aber Sie brauchen ein Versuchstier, nicht Kletterdash. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Katze! Beendigen Sie Ihre Ratte Weasley oder entfernen Sie sie aus meinem Klassenzimmer. Moment mal. Percy, kannst du Katze hierher bringen? Was soll das werden, Bailey? Ich möchte eine Theorie ausprobieren. Los, Percy. Was ist in dich gefahren, Katze?
Tut mir leid, Professor, gerade eben hat er sich noch völlig normal verhalten. Er hat vor irgendetwas Angst. Vor etwas in diesem Raum, das auch da war, als wir in der großen Halle mit Snape zusammen waren. Komisch, ich komme einfach nicht drauf, was das ist. Ich glaube, er hat Angst vor Professor Snape. Jetzt habe ich es gecheckt. Was? Cody, ich könnte recht haben. Erinnert ihr euch an Kretzels frühere Panikattacken? Er ist in der Bibliothek und bei Zonko nicht in Panik geraten, weil Snape nicht dort war. Das ergibt Sinn. Ist das wahr, Kretzel? Wir sollten ihn vermutlich von hier wegbringen. Aber warum sollte er Angst vor Professor Snape haben? Dieses Thema können Sie irgendwo weit, weit von meinem Klassenzimmer entfernt besprechen. Du kannst eine Pause machen, Cody. Ich helfe Percy dabei, Kretzel sein Tonikum zu verabreichen. Bailey wird hier bleiben, um dieses Chaos aufzuräumen. Und Bailey, die Lösung für die Behandlung von Fledermausmilch ist stark säurehaltig. Bringen Sie Handschuhe mit. Warte mal. Die Ratte ist von den beiden. Wieso muss ich jetzt die Fledermausmilch alleine wegbringen? Ach und, ach Percy, jetzt darf Kreisebrech eine Kletterte spielen? Ach plötzlich? Na, da bin ich aber mal gespannt. Aber ich habe beim Brauen des blöden Tonikums meine ganzen, fast alle Energiepunkte verbraucht. Also später, ja?